Okay, los geht es. Heute geht es auf Entenjagd, Vogeljagd, Gänsejagd, was auch immer. Ich schnappe mir Vogelschrot, ich schnappe mir ein passendes Zelt und wir gehen ab ans Wasser. Also legen wir los. Ich bin nochmal zurückgereist hier rams in die Base, in unser Camp. Und ja, wir befinden uns jetzt hier ja direkt an dem großen See und ich gehe auch direkt da oben in diese Area, wo wir zuletzt ganz erfolgreich waren. Der letzte Marsch bis hier oben hin ins erste Camp war ja auch ganz interessant, aber nichtsdestotrotz werden wir uns hier einmal aufbauen und vielleicht später auch nochmal hier in diesem Bereich. Hier ist ja richtig, richtig was los, ganz viele Seen aneinander und da werden wir bestimmt auch fündig. So, es ist ja recht früh hier gerade. Wir haben es ungefähr 6 Uhr. Die ersten Vögel flattern hier rum. Umherziehend eine Schellente, die Schellenten. Ich habe mir ein bisschen was eingepackt. Das heißt also, zum einen habe ich mir die Lockmittel eingepackt. Ja, eurasischer Luchsalden, keine Sorge, heute bist du nicht dran. Die Lockenten, die Attrappen habe ich eingepackt. Ich habe ein Zelt eingepackt. Und mit dem Zelt, damit werden wir dann halt loslegen und hier unser Camp aufbauen. Also, ich fange einfach mal an und wir gucken mal, wie weit wir hier kommen. Okay, es geht voran. Das Zelt steht, soweit schon mal so gut. Und das zweite Zelt, das Tarnzelt, steht auch schon mal. Heißt also, aus dem Hauptzelt kann ich mir jetzt alles rausholen und dann packen wir hier schön unser Tarnzelt hin. Ich habe das so platziert, man sieht es manchmal so an den Steinen, das kippt manchmal so ein bisschen nach vorne, dass ich quasi hier gut über die Kante drüber schauen kann. Man sieht unten in der Ecke ja auch, man ist, wenn man hier drinnen steht, richtig gut getarnt. Man sieht es hier in der Mitte an diesem Strich. Und wenn wir jetzt nochmal rausgehen aus dem Zelt, zack, sind wir auch sofort wieder offen. Sobald wir halt drinnen sind, zack, ist der Strich wieder da. Also, das ist schon mal ganz gut. Wir sind also richtig vernünftig getarnt. Und jetzt versuche ich hier an zwei Stellen zwei unterschiedliche Attrappen noch zu platzieren. So, 5. Und jetzt machen wir hier auch nochmal die zweiten hin, das sind jetzt hier nochmal die Erpel, so, haben wir den noch, haben wir auch, so, und damit haben wir jetzt hier den zweiten Spot angelegt, ist er markiert, jawohl, wir sehen hier mit diesem schwarz-weißen Zeichen, da ist die Markierung, genauso wie da hinten, 60 Meter Entfernung, ich habe jetzt beide so ein bisschen voneinander entfernt hin platziert, das heißt, wir haben hier einmal die, keine Ahnung, wie sie heißen, Enten. Wie heißen sie? Genau, wir haben hier einmal die Schellenten und wir haben einmal die Pfeifenenten. Oder die Pfeifenten, genau. Also, links und rechts, die beiden Arten haben wir jetzt hier einmal platziert. Und hier wird auch schon rumgepfiffen, die Schellenten, da kommen sie schon an. Und wenn ich jetzt auch noch schnell hier in mein Zelt reinkomme und dann auch noch ein Lockmittel in der Hand hätte, ne? Dann könnte das ja schon direkt losgehen. Ei, 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 ei. Was haben wir denn hier? Guck mal, hier wird schon geschnattert ohne Ende. Die landen doch gleich, hundertprozentig. Was haben wir denn? Wir haben hier Schellenten und der andere. Sind das die gleichen? Auch. Also, alles Schellenten. Was sagt hier die Entfernung? Ich sehe es ja hier schon. Passt das? Warte mal, was sagt die? Die Markierung sagt hier 45 Meter. Das ist auf jeden Fall zu weit. Man muss aufpassen, dass man eben nicht durch das Wasser hinaimt. Ihr seht hier 500 Meter, das kann ja nicht sein. Aber wenn da gleich was landet, guck mal, da vorne landet was. Sehr, sehr angenehm. Stufe 1, 50 Meter oder noch nicht mal hier 38. Und da landen die nächsten. Och, guck mal da, wie nett. Und da gehen sie alle runter. Nice. Schön. Ja, ich könnte eigentlich loslegen. Ich habe hier meinen ersten Ballermann. Ich habe 5 Schuss. Vogelschrot ist drin. Was haben wir ausgewählt hier? Wir haben die aus der Mexico.
Ich hoffe, das ist alles richtig. 50 Meter, 25 Meter genullt. Jo, ich würde sagen, ich brezel da jetzt einfach mal wild rein. Keine Ahnung, ob das so effektiv ist. Aber es ballert echt ganz gut rein. Ziemlich wild das Ganze. Ob ich da näher ran muss vielleicht? Und hier kommen die nächsten Dinger. Das ist geil. Die lassen sich gar nicht... Die Pfeifendinger kommen, glaube ich, da wieder an. Die lassen sich gar nicht abschrecken. Aber wir haben hier die ersten Kollegen erwischt. Ravems. Silberwertung. Die Schellente. Jawolski. Auch sehr schick. Sehr, sehr schick gemacht. Männchen. Und was haben wir hier? Eine Goldwertung, Alter. Den Bürzel hinten weggeschossen. In den Mors. Das ist aber cool, ey. Goldwertung. Sehr, sehr schick. Sehr, sehr cool. Auch hier männlich. Ja. Sieht cool aus. Nehmen wir gerne mit. So, da oben habe ich gerade schon markiert. Eurasische Pfeifenente. Jetzt muss ich natürlich echt mal gucken, dass ich eben auch diese Lockdinger hier reinnehme. Oh, wait. Da landet doch schon was. Nee, noch nicht. Aber ich gehe mal ein bisschen in Deckung. Alter, was hier los ist? Wieder die Schellenten. Die werden jetzt schon angelockt hier wieder. Und da hinten? Auch Schellenten. Okay, schnell hier wieder in meine Hütte. Jetzt liebäugle ich natürlich damit, vielleicht doch noch gezielt mit dem Kaliber 22 da drauf zu gehen. So, schnell rein. Jetzt sind wir getarnt. Und ich muss auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr üben hier mit dem Schrot. Und zwar einfach gucken, wie ist der, ja, der Bullet Drop. Wie schnell fällt das Schrot runter auf diese Entfernung? Das ist ja jetzt gar nicht mal so wenig. Zack, da gehen sie runter. Guck mal hier. Ja, 40, 50 Meter. Oder sogar schon mehr. Was haben wir hier vorne? Das ist angenehmer. Männchen, Weibchen. 35 Meter. Ich werde das einfach nochmal versuchen. Luft anhalten. Schwierig, Alter. Schwierig, sag ich dir. Gar nicht so einfach. Ob ich das Zelt einfach mal ein bisschen näher ranstellen soll? Ich meine, wir haben hier vorne ja noch ein bisschen Platz. Ich glaube, ich mache das. So, also wir sind hier ganz, ganz nah dran sind wir jetzt hier. Und hier kann ich das nochmal gut zeigen. Man kann das ja mit der rechten Maustaste so schön drehen, das Zelt. Und dann hat man eben hier die Möglichkeit, ihr seht diesen Knick, es geht so ein bisschen hier vorne runter. Und anstatt das jetzt eben hier so hoch hinzustellen, machen wir das einfach so ein bisschen schräg runter. Und wir sehen da vorne schon viel besser oben drüber. Sind hier wieder safe und können hier viel besser auch drüber gucken. So, das lassen wir jetzt erstmal so. Die eine nehmen wir natürlich noch mit von gerade eben. Silberwertung auch wieder. Sehr schön. Zack. Und wir holen jetzt natürlich auch mal endlich ein passendes Lockmittel noch dazu. F2 eben drücken. Und dann gucken wir mal eben eurasische Pfeifente. Und da vorne kommen schon wieder die nächsten Schellenten an. Ich habe gerade noch mal geguckt. Ich habe ja natürlich nicht die Pfeifenten, ich habe ja die Schellenten hier. Ich muss mal schnell hier rein. Aber ich glaube, es gibt gar kein Lockmittel dafür. Die quaken irgendwie so komisch. Vielleicht muss ich da einfach noch mal ein anderes Lockmittel für nehmen. Weiß nicht, vielleicht kennst du ja schon ein passendes Lockmittel. Ist das? Gibt es da ein extra? Habe ich es noch nicht freigespielt oder was? Das ist ja gerade ein bisschen eigenartig. Vielleicht gibt es da aber auch gar nichts für. Und man, oder man muss die eine andere Ententröte nehmen und es ist nicht markiert. Weibchen, ein Männchen. Oh, jetzt gehen sie runter wieder. Ja. Eins. Zwei Weibchen, zack. Wo ist das Männchen? Weibchen. Jetzt. Da ist das Männchen. Und wir gucken mal, von der Entfernung sind wir da auf angenehme 40 Meter.
Also, die hauen doch wieder ein bisschen weiter ab. 40 Meter. Hat sich also jetzt nicht wirklich viel getan. Und ich muss immer noch... Okay, das war vielleicht nicht so schlecht. Das war genau der Punkt, den ich beim letzten Mal auch so wichtig fand fürs Schrot. Wenn sie denn dann doch auf so einem Haufen sind, dann mit dem Schrot auch reinballern. Wir gehen mal kurz hin. Denn dann treffen wir natürlich mit einem Schuss direkt mehrere. Und da kommt es auch schon angeschwommen, weil es da hinten wahrscheinlich zu tief war. Zack, Goldwertung im Flattern. Nice, Alter. Schellente, die nächste. Sehr, sehr cool. Angenommen. Wo sind die anderen? Ach, ich stehe mittendrin. Sehr gut. Eine Silberwertung nochmal. Auch gut getroffen. Rabams. Und die nächste. Und da kam, glaube ich, jetzt hier gerade... Oh, kann ich die nicht? Ist sie verbuggt? Ist sie verbuggt? Die kann ich irgendwie nicht. Ne, die geht irgendwie nicht. Ich muss gerade mal eben ein bisschen pfeifen. Ich glaube, da war eine... Oh, da. Was haben wir denn da oben? Pfeifenden, siehst du? Ich gehe nochmal in die Hocke und pfeife hier nochmal ein bisschen rum. R2D2-mäßig. Da kommt eine runter. Ha! Ei, 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 guck mal, jetzt ist aber ein riesen Bogen, sind die geflattert, ey. Das ist ja cool. Und da kommen die anderen hinterher. Coole Sache. Ach, wie nice. Ach, ist das schick. Ist das geil gemacht. Und da ist auch ein ganzer Haufen. Und sofort rein jetzt. Achtung. Wow. Und doch noch. Ordentlich drüber gehalten. Doch noch erwischt mit dem letzten. Ha! Geht doch. So langsam wird's besser. Mit dem Aim. Nice. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Also doch ein deutlicher Unterschied. Man muss ordentlich drüber halten. Goldwertung hier. Pfeifente. Zack. Eins. Und die waren doch hier. Nee. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Mit dem ersten oder auch zweiten Schuss. Und da hinten kommt dann die letzte. Nochmal eine Goldwertung. Ach, ist das cool, ey. Aber ohne Scheiß. Und Level Up. Noch eine Silberwertung. Die nehmen wir schnell, bevor sie abhaut. Aus der Luft. Jawohl. Sehr, sehr, sehr geil. Auch mega schick. Ohne Scheiß. Vom Licht her, von den Texturen her. Mega, mega geil. Oh mein Gott. So viel cooler als vorher. Richtig cool von den Glanzeffekten und sowas. Geil. Sehr, sehr geil. Mitgenommen. Nochmal eine Silberwertung. Und noch eine Silberwertung. Cool. Ach, ist das gut. Wenn das so schön klappt, Alter. So, jetzt gucken wir mal, ob wir die da vorne, die Verbackte, noch kriegen. Ja, und dann wieder ab ins Zelt und wieder von vorne, ne? Ich meine, oh, guck mal jetzt. Ha? Geht doch. Gerade schön im Start, ey. Noch erwischt. Nice. Auch sehr schick. Cool. Also, es lübt der Lachs. Gar nicht schlecht. Jetzt ist natürlich dann die große Frage, wie viele Spots kriegen wir hier an eine so eine Area hin? Ich glaube, man muss ja immer so ein bisschen Abstand davon halten, dass man eben auch dieses Markerzeichen hier, dass man das überhaupt bekommt. Sonst wird das, glaube ich, nichts. Und die sind ja jetzt hier, ah, wie weit sie wohl sind, 40, keine Ahnung, wie weit die sind. Die sind vielleicht bei 30 hört es auf, da sind es 40, also ungefähr 80 Meter sind die vielleicht voneinander entfernt, 70 bis 80 Meter. Das scheint ganz gut zu funktionieren so. Und die große Frage, guck mal da, ist, wie groß ist die Frequenz? Guck mal, die Gänse wären natürlich auch mal nicht schlecht, ne? Nochmal irgendwo Gänse zu platzieren. Naja.
Aber das ist halt jetzt die große Frage, wie viel kriegen wir hin? Also vielleicht in der Area hier vorne könnte ich mir noch vorstellen. Dann hätten wir hier 1, 2, 3 zumindest für 3 verschiedene Vogelarten. Ich glaube, damit kommt man dann ganz gut zurecht. Ja, und dann kann das auch losgehen. Und die nächste, und da kommen sie. Und die nächste Frage ist, wie hoch ist die Frequenz? Alter, das quietscht aber auch in den Ohren, ey. Das ist anders wild. Da, die einen fliegen gerade weg und die anderen kommen an. Ne, das sind Gänse. Alter, das hat funktioniert. Ohne Scheiß, das ist gar nicht so einfach, die passenden Caller sofort bereit zu haben. In dem Moment, wo man hier die Viecher sieht. Dass man, zack, dass man sie auch callt und dann in dem Moment auch hier rankriegt. Was haben wir da? Kriegen wir die noch? Das ist wieder ein anderer Caller. Aber für den reicht es, glaube ich, nicht mehr da hinten. So, die sind doch jetzt hier im Landeanflug und die auch. Wir bleiben erstmal schön entspannt hier. Erst noch nicht überreagieren. Aber dann. So, jetzt war das auf der 6, glaube ich. Das waren die Saatgutdinger. Ich muss das mal eben markieren. Was sind da denn hier alle? So, was haben wir hier? Komm mal ran, Alden. Oh, nicht so viel, der ist so nah dran. Wieder die Shell-Enden. Close, close, close. Noch mehr Shell-Enden. Oh, sie hauen, glaube ich, wieder ab. Oh mein Gott, ich habe sie verjagt. Nein, sie... Oh mein Gott, um mich herum. Holy shit. Noch erwischt. Holy, Alter. Okay, das war vielleicht ein bisschen close. Das war auch close. Siehste, geht doch allen. Ja, so langsam kommt man da aber auch rein hier, die Schnatterdinger schön aus der Luft zu ballern, allen. Warten wir ab, die Lümmels. Zack, Goldwertung nochmal eben mitgenommen. Geil, Alter. Schön ein bisschen Vor-Aim und dann Bam. Und geht direkt weiter hier, oder was? Ja, die Pfeifendinger. Und hier nochmal. Also, da kommt nochmal eine Gang mit Pfeifen an. Ich gehe mal in die Hocke und schleiche da vorne hin. Pfeife nochmal ein bisschen. Alter, ist es ohne Scheiß, Leute. Ist es so cool, ey. Ich feiere das so sehr. So, die zwei. Und da kommt noch einer ganz weit hinten. Ich gehe nochmal kurz ein bisschen in Deckung. Männlich 2 extrem, 50. Oh mein Gott. Das war bestimmt ein Babbo, Alter. Ne, Moment, das ist wieder ein anderer. Hab ich den Babbo? Hab ich den Babbo? Ne. Nee, Silberwertung. Männlich, überhaupt kein Babbo. Der war einfach nur ein bisschen dumm. Pah, ey, jetzt dachte ich ja, der hat sich schön als Oberbabbo ein bisschen weiter abseits platziert. Schade, ey. Leider nicht, aber ohne Scheiß, mega geil. Es macht einfach richtig Bock, gerade hier mit dem Vogelschrot, mit so einem Tarnzelt, ein paar Attrappen hin platziert und dann gib ihm. Super, super cool. Die locker raus, schön hier ablocken und ein bisschen rumtröten. Und vor allem hier mit dem R2-D2 alten. Und dann lüpft der Lachs. Also, platzier dich mal ruhig ans Wasser. Und dann, ha, da wird schon zurückgecallt. Siehst du, da kommen sie schon. Da kommen sie schon. Und dann einfach mal hier ein bisschen platzieren und gib ihm dein Glück versuchen auf Enten und Gänse. Ich finde, es ist tatsächlich etwas tricky, weil man eben die ganzen Enten vielleicht am besten direkt erkennen muss. Oder man ballert die ganzen Lockmittel einfach so durch und hofft, dass irgendetwas darauf antwortet. Kann man natürlich auch machen. Aber ich glaube, wenn man das so ein bisschen gezielt macht, guck mal hier, guck mal da.
dann ist das doch schon ein bisschen geiler. Und vor allem, irgendwann erkennt man auch, okay, gehen jetzt in Landeanflug oder nicht und so. Es wird richtig, richtig cool. Einfach mal testen. Und ich glaube, man wird da auch immer besser mit. Hauen die wieder ab oder was? Nicht, dass die abhauen. Jetzt ist hier nur noch einer am Himmel. Das Männchen. Jo, reicht mir doch. Den nehmen wir doch noch mit, oder? Kriegen wir den? Alter Falter, ob ich den krieg? Außer Luft? Das wäre doch geil, oder? Wäre es aber auch nur. Okay, ihr Lümmels, wenn euch das Ganze gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen fürs Video und Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin.